Hallo Freunde, ich hatte heute Lust zu lachen und deswegen machen wir heute den Happy Sunday. Wo es eigentlich Montag ist und wo wir eigentlich lachen sollten. Das sind Videos, die mich eigentlich zum Lachen bringen sollen und daher, dass es Montag ist und ich schlecht gelaunt bin, ist die beste Voraussetzung, um nicht zu lachen. Deswegen machen wir wieder eine neue Challenge hier auf YouTube und versuchen mal nicht zu lachen und schauen, was die Leute auf YouTube so anstellen, um mich denn zum Lachen zu bringen. Wow, es ist laut. Anscheinend. Boah, oh nein. Alles gut. Oh nein, ihr habt es ja auf Maximum. Oh nein. Oh Mist, ihr Frau. Okay, okay, okay. Ich war nur empört. Ich hab nicht gelacht oder sowas. Oh. Oh nein. Da. Ja, okay, das Handy tut mir richtig leid. Das Mädchen hat richtig gelitten, gerade mit dem Handy. Ah, ja. Ah, ja. Ah, das war schon sehr interessant. Und er hat einen Faden am Rücken hängen. Oh nein, Mist, ich hab gelacht. Aber ich hab mir gerade einfach nur gedacht, Alter, wir machen das auch immer. Das ist der beste Joke, den es überhaupt nur gibt, ey. Irgendeiner muss den anderen, das müsst ihr unbedingt mal machen mit Leuten, die das nicht kennen, mit euren Kumpels oder sowas. Und dann nehmt ihr euch einen, nehmt ihr sozusagen in die Mitte, der dann gehoben wird und der hintere, der am Arsch ist, den klemmt man dann fest und drückt ihn die ganze Zeit gegen den Arsch. Das ist das Witzigste, was es gibt. Oh nein, das ist zu gut, ey. Das ist der beste Trick. Oh nein, die ist da ja stecken geblieben einfach. Wie passieren solche Situationen, gell? Oh Mann, ey. Hängt die einfach da fest. Na gut, na gut. Oh Mist, oh Mist. Okay. Was? Die hat das mit dem Bauch auf? Was? Die hat das mit dem Bauch? Was? Warte. Boah. Junge, die hat das einfach mit so einem Bauchdrücker aufgemacht. Abgefahren. Okay, Sportunfall so. Alles easy, alles cool. Hä, was hat der überhaupt vor? Warte mal, was hat der überhaupt vorgehabt? Das war doch ein Hammer, den der da hatte und keine Axt, oder? Oh doch, das war eine Axt. Ach so, aber der hat versucht, den Stamm zu haken. Ja, okay, gut. Der hat einfach nur richtig schlecht geschlagen, einfach nur seitlich. Stadtkinder, die nicht genug Schnee bekommen, ey. Oh, das ist hart. Das ist echt hart heute. Oh, so ein Quad wollte ich auch mal immer haben, aber... Ja, das war wahrscheinlich der Grund, warum mir das dann meine Eltern nicht erlaubt haben. Hä? Wer hat den eigentlich... Hat die Mutter ihn geschlagen? Das sieht man gar nicht mal. Das ist wie so ein Geist. Guck mal, ein Geist hat ihn einfach... Hä? Man sieht es nicht, wer ihn schlägt. Es sieht aus, als ob der von einem Geist geschlagen wird. Guck mal ganz genau hin. Hä? Einfach von irgendwo, gell? Man sieht die Hand gar nicht. Ah, da wird ein Auto fast gezogen. Da wird ein Auto fast gezogen, ja. Boah, Junge, springt der hoch. Hä, aber das war voll gut. Ja, ist schon nah dran gewesen, aber geht noch. Oh nein, Rückwärtssaltung. Oh nein, ich habe nicht wegen dem Rückwärtssaltung gelacht, sondern die sind in so einer Sporthalle, wo man sich eigentlich jederzeit wehtut. Und jetzt schaut mal dem Typen hier ins Gesicht. Der ist schon richtig geprägt von diesen Rückwärtssaltos. Oh nein. Oh, ja, das hätte cooler ausgehen können, ja. Das hätte cooler ausgehen können. Oh nein.
Hä, wo hat der sich da wehgetan? Das ist wieder so ein unsichtbarer Schlag. Wo hat der... Achso, an dem Geländer da. Warte, aber man sieht das gar nicht, gell? Weil die Kamera das nicht auffängt. Zack, zack, zack. Ah, doch, jetzt. Jetzt hat man es gesehen. What the f***? Warum macht man so... Egal. Was? Was? Warum? Was passiert hier? Egal. Alles cool. Ah ja. Oh nein. Ja, das ist, wenn man mit Klebeband fixiert. Oh, und sowas ist mir auch mal passiert. Ich habe mich mal mit einem Kumpel gemeinsam auf einen Cityroller draufgestellt und bin einen steilen Berg runtergefahren und dann bin ich einfach auf den Kopf gefallen. Seitdem werde ich das nie wieder machen. Mich auf ein Fahrzeug gemeinsam mit jemand anderen draufstellen. Schlechteste Idee, die es überhaupt nur gibt. Schlechteste Idee! Oh ja. Junge, was? Aber das Auto fährt noch. Alles cool, alles cool. Abgefahren, ey. Oh, der Trick ist so bescheuert, ey. Ja, okay. Hey, da ist eine Drohne. Alter, der hat die einfach getroffen mit dem Fahrrad. Oh nein. Mist. Oh Mann, das ist so ein Klassiker. Ja, okay, das fetzt, ey. Weil dieser Boden da, der ist gar nicht mal so weich. Ich weiß nicht, warum die den nicht weicher machen. Das ist so ein Müll. Wir haben das Gleiche auch immer in der Schule gemacht, aber nur mit so Gymnastikbällen. Und du hast ihn nur vor dich gehalten und dann ist man aufeinander zugerannt und dann hat sich einfach nur noch weggeschleudert. Das war so krass, ey. Oha, vor- Das war so unerwartet. Oh Mist, das war so unerwartet gerade. Oh, das ist doch Wakeboarding, oder? Ja, ja, das ist es. Hä? Warum? Ich dachte, das ist Asphalt oder so, aber das ist ja Teppich. Warum ist da draußen einfach so Teppich? Boah, Junge, die ist ja perfekt hingefallen. Die ist perfekt hingefallen, ey. Oh nein. Was eine Aufnahme, richtige Action. Oh, was? Der hat dir am Ende einfach voll ins Gesicht getreten. Oh, was? Das war gerade so ein richtiger To Be Continued Meme. Oh. Ich, keine Ahnung, ich finde Parkour schon cool, aber es ist halt mega gefährlich, Mann. Und diese Ski-Videos, von denen gibt es gerade so viele wie Sand am Heu. Aber das sind einfach nur Videos, wo Leute hinfallen, so. Das ist cool, das habe ich auch mal einfach gelandet. Aber ich weiß, warum das so ist. Pass auf, ich habe das auch schon mal gemacht. Und das kann man übrigens bei mir im Hawaii-Video sehen. Und zwar, wenn man nämlich nach da vorne fährt, denkt man, dass man perfekt gedrückt wird. Aber wenn du nicht dein Board, was du da hast, ein bisschen weiter nach unten machst, dann hast du weniger Widerstand und du fährst einfach so weiter auf der Welle entlang, bis du am Ende ankommst. Der hätte hier dieses Board so ein bisschen weiter runter machen sollen, dann wäre er sozusagen wieder zurückgefahren. Aber du darfst nicht zu weit nach unten gehen, weil sonst überschlägt sich das und du überschlägst dich gleich mit dem Ding. Ist schon relativ schwer, da den Faden rauszukriegen. Wie die auch lachen. Die lachen alle wie so richtige Affen. So richtig so, nicht normal so, sondern die lachen. Oh
Oh Mann, Alter. Und schon wieder so ein Skivideo. Es passiert immer dasselbe bei Skivideos. Ich will keine, Skivideo. Nein, noch ein Skivideo. Ah! Oma! Oma! Nein! Oh, endlich mal wieder ein Sommervideo. Ja, die knallen mehr. Guck, genau das meine ich. Wenn du das Board dann wieder ein bisschen zu tief machst, dann überschlägst du dich. Zack, du siehst... Ja, okay, gut, der Typ ist nicht mal auf dem Board gelandet. Hier, da ist es egal, wie das Board liegt. Mist, ey. Aber das macht richtig Spaß. Das ist richtig cool. Oh Mist. Oh, schon wieder ein Snowboard-Video und er fällt hin. Das hätte ich niemals gedacht. Okay, Leute, das war der Nicht-Lachen-Montag mit mir. Ich habe viel zu viel gelacht und habe mich viel zu viel über die Skifahrer aufgeregt. Aber ich hoffe natürlich trotzdem, dass euch die heutige Folge gefallen hat. Falls ja, drückt einen Daumen nach oben. Oben, oben. Und drückt die Glocke. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute. Tschüss.